Hallo und herzlich willkommen zur Bibellesung. Wer Bock drauf hat, hier geht es einfach nur darum, um zu schauen, wie die Welt wirklich funktioniert. Ich habe mich viel informiert darüber, was so alles geht und wie ich darauf genau gekommen bin, auf sowas, auf die Bibelstadt 2000 und wie ich überhaupt es geschafft habe, auf diese Empfehlung zu hören. Da steht ja Schlachter, ne? Also. Ach so, dieser Streifen da, den ihr gerade seht, ich habe gerade Licht an, ich hoffe, stört euch nicht. Dieser Streifen an sich stört natürlich schon, aber es geht gerade nicht anders, obwohl es schon ein bisschen hell ist, wie ihr gerade so schön sehen könnt. Aber auf die Bibel bin ich gekommen, durch diesen. Er hat sich am Anfang wach aufgenannt. Es war erstmal so ein schwarzer Kreis mit so eine fette pinke Schrift oder so. Wach auf und ja. Und ich habe mir erstmal zugehört und ja, der hat eben viel mit so Schocksachen gemacht und er hat aber auch die Wahrheit gesagt. Also, woher weiß ich, dass es die Wahrheit ist? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich hab logisch drüber nachgedacht und ich bin auf den Schluss gekommen, das muss die Wahrheit sein, weil es einfach klar ist und alles, was er sagt, also ist jetzt nicht so ein typisches, du schaffst es, das ist dein Leben, es liegt alles in deiner Hand und so weiter, was die Typen so von sich geben, sondern einfach etwas wirklich Gutes, nichts Vorgespieltes, sondern einfach, und ich habe da noch meine Werte wieder gefunden, weil ich habe schon, also ich pflege schon muslimische Werte zum Teil, nicht ganz, also dieses radikale muslimische mag ich überhaupt nicht. Das ist auch sogar verboten eigentlich, aber oder ist mittlerweile verboten. Ich weiß nicht, wie es Gott am Anfang gemacht hat. Den Anfang davon schauen wir uns jetzt an. Das ist der erste Tag. Ich habe mich schon ein bisschen durchgelesen. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, wie es überhaupt funktioniert. Da ist am Anfang so eine Landkarte drin. Ich wollte eigentlich mit diesen Erklärungen anfangen, also Erklärungen nicht von meiner Seite aus, sondern was da so drin steht, wie die Übersetzung da genau gemacht ist. Und die Bände sind alle so dünn. Da sind so Bänder dran. Oder ist es so ein. Das ist ein klares Blatt tatsächlich, ja, Zwischenlandkarte. Nein, das ist auch ein bedrucktes Blatt, es hat eben ein sehr dünnes bedrucktes Blatt. Und die ganzen anderen Blätter, die danach kommen. Die sind dann wieder ein bisschen dicker, minimal dicker. Da geht es darum, wie das Ganze genau übersetzt wurde. Aber ich dachte mir, ich erspare uns hiermit diesen Ärger, weil es einfach, ich habe schon angefangen zu lesen, das hört gar nicht mehr auf. Dachte ich mir, fangen wir einfach von vorne an. Ist von vorne, also bei vorne genau. Da habe ich das Band rein, nicht weil es der Anfang ist, weil ich sonst den Anfang nicht finde, sondern weil da noch was anderes drin steht. Das andere Band, also bis zu irgendwelchen komischen vielen Könige bin ich gekommen. Machen wir erstmal Tag 1. Und ganz wichtig hier bei diesen Sachen ist einfach nur zu beachten, habe ich schon beachten gesagt, keine Ahnung, dass. Was wollte ich sagen? Moment. Genau, wir diskutieren nicht über die ganzen Inhalte. Wir nehmen einfach alles hin, so wie es da steht, weil es einfach eine Luther-Übersetzung ist. Also es ist nicht die Luther-Bibel, sondern die Schlachter 2000. Aber da ist die Luther-Übersetzung drin. Nur, dass halt eben vielleicht ein paar Wörter weggelassen wurden, die einfach nur eine emotionale Ummalung, also einen emotionalen Zustand irgendwie ausdrücken sollen. Sonst der ganze Inhalt ist da schon. Also ich habe mal bei diesem Jesus der Weg, dieser Joey von der am Anfang wach aufgemacht hat auf YouTube, bei denen habe ich gesehen, der hat so ein Video mal hochgeladen mit so einem Typ da, so ein Stream war das, glaube ich, ja, und die beiden, also der eine Typ da, der hat halt eben gesagt, also der hat halt eben vorgelesen, wie Luther 2000, ich meine Blödsinn, wie die Luther-Übersetzung von der Bibel so ist, und
Dann habe ich mir nochmal die Übersetzung von diesen Joey angehört. War das überhaupt, hat er es überhaupt? Keine Ahnung, egal, auf alle Fälle. Schauen Sie erst mal den ersten Tag an. Und nochmal, wichtig ist das Ganze hier, das Ganze so hinzunehmen, wie es da steht. Und ja, ich muss da ein bisschen schauen, da sind ein paar Erklärungen mit Buchstaben markiert. Darauf muss ich jetzt achten, dass ich da nichts überspringe und nichts übersehe und so weiter. Also fangen wir mal mit dem Alten Testament an. Jetzt, ich habe euch ja versprochen, Februar wird es ein Biblor, also kompletter Februar. Das Alte Testament schaffen wir zur Hälfte, vielleicht wenn überhaupt oder auch nicht. Da ist auch so ein Inhaltsüberblick übrigens, ne? Also da steht Altes Testament und Neues Testament. Und so wie es ausschaut, ist das Alte Testament ein bisschen länger. Ja, steht da, also Inhaltsverzeichnis und Abkürzungen der biblischen Bücher. Das Alte Testament, das Neue Testament. Fangen wir mal von vorne an. Wie ist diese Erde überhaupt entstanden? Und nochmal wichtig hierbei zu beachten, ist es einfach anzunehmen, dass so Gespenster, so Geister halt eben doch was bewerkstelligen können. Ich meine, das sind es nicht so, wobei, ist Gott nicht eigentlich rein theoretisch der einzige Geist? Ich weiß es nicht. Und alles andere sind Engel und Seelen, keine Ahnung. Egal, fangen wir mal an. Das erste Buch Mose, Genesis, was auch immer Genesis heißt, ist vielleicht so ein Buch von, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder ist der Ort, ich weiß es nicht, da ist so eine Landkarte, da stehen so Sachen. Also, wie ist die Erde entstanden? Die Urzeit von der Schöpfung bis Abraham Kapitel 1 minus 11, keine Ahnung. Ich schau mal kurz. Ach, das sind da, diese Zahlen da, ist klar. Der Anfang der Welt. Gott erschafft Himmel und Erde. Also, ihr versteht, worum es geht, ne? Wir schauen uns jetzt an, wie der Anfang davon überhaupt war. Und ach, irgendwas anderes war hier noch ganz wichtig, ne? Bis auf, dass wir alles so hinnehmen, wie es ist, wie es steht. Und ich habe auch vergessen, was. Vielleicht fällt es mir dann irgendwann noch ein. Wenn nicht, ich schaue es irgendwie nachzubearbeiten. Auf jeden Fall fangen wir mal mit dem Anfang von dieser Welt an. Ich würde mal sagen, eins, also genau, es ist auch der erste Tag, stimmt, da steht es ja auch. Ich fange mal bei der ersten Tag an, also dieses eins im Anfang schuf Gott. Ah, da steht was, Moment. Die Mehrzahlform von, der häufigste Altname, Altes Testamentname, der mit Gott übersetzt wird, also die Erklärung, ach keine Ahnung, aber das muss ich jetzt mitlesen, ne? Da steht so viel mit A, ach keine Ahnung, ich fange jetzt mal an. Wenn es Fragen gibt, wenn es kompliziert wird, wenn da keine Zusammenhänge gibt, dann, gehe ich auf die Buchstaben ein, sonst wir wissen, wer Gott ist und dass er der Typ, der alles geschaffen hat und auch, ja, fangen wir mal an. Fangen wir mit der erste Tag an. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe, Komma, Punkt drüber. Vielleicht irgendwas zwischen Punkt und Komma, denke ich mal. Ich lese mal weiter. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Punkt.
Und Gott sprach, es werde Licht. Doch Jesus fand den Schalter nicht. Genau, was für ein toller Witz. Nein, Leute, das machen wir bitte nicht. Wie geht es wirklich weiter? Heißt es wirklich, und Gott sprach, es werde Licht, doch Jesus fand den Schalter nicht? Tatsächlich, so steht es da natürlich nicht, wissen wir ja alle längst, ne? Also, nochmal. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Also, das passt jetzt so überhaupt nicht mit den Sachen zusammen, die ich sonst immer gehört habe. Hä? Was ist das für eine Bibel überhaupt? Ich sage euch, was für eine Bibel ist. Das ist die Wahrheit. Hört niemals komplett auf andere Menschen. Also glaubt nicht alles, was andere Menschen euch sagen. Glaubt nur das, womit ihr ein gutes Gewissen habt. Und ein gutes Gefühl, ja. Alles andere nicht glauben. Weiter. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Also diese Stelle und es wurde Abend und es wurde Morgen. Und bei was für ein Tag wir gerade sind. So viel erstmal. Ich will es ein bisschen leichter verdaulicher für uns alle machen. Morgen machen wir mit dem zweiten Tag weiter. Bis dahin. Also, falls ihr Probleme damit haben solltet, dann ist nicht schlimm. Ich lese euch nochmal zusammen den ersten Tag vor. Der erste Tag. So entstand die Welt. Es war der erste Anfang. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und Gott, der Geist, ne, nochmal, der erste Tag, die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und Gott, ja, nochmal, ich muss langsam lesen. Weil ich Sachen überspringen. Langsam. Der erste Tag. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Ich hoffe, ihr seid jetzt gerade mit meinem Fehlern klargekommen und nicht nochmal, zur Sicherheit noch einmal. Der erste Tag. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Steht so, ja. Also nochmal, der erste Tag, ja. Den ersten Tag schaffen wir jetzt. Der erste Tag. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Punkt. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. So hört sich ein Punkt an, wenn man ihn nicht ausspricht. Nur mal so ganz nebenbei. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis.
Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Also wissen wir jetzt schon mal, dass die Erde am Anfang wüst und leer war. Und einfach nur die wichtigsten Infos herauspicken. Und am Anfang war scheinbar noch das Licht mit Finsternis gemischt. Also Schatten oder so, keine Ahnung. Ist doch erstmal gut zu wissen, oder nicht? Auf jeden Fall, morgen Donnerstag schauen wir uns den zweiten Tag an. Ach, ich mach mal zur Sicherheit ein zwei Bändchen rein. Zur Sicherheit, ne? Wenn wir schon gerade dabei sind. Also dann, ciao, bis morgen.